Mobilfunk und Internet haben Kenia in den vergangenen Jahren stark verändert. Kenia gilt als Zentrum einer rasanten digitalen Entwicklung in ganz Subsahara-Afrika. Und diese neuen Technologien verändern den Kontinent wohl schneller, als es über 50 Jahre Entwicklungshilfe vermochten. Wenn Lehrerin Lucy Nkatha morgens in ihre Klasse in Kangundo im Osten Kenias kommt, tut sie etwas, das in vielen deutschen Schulen streng verboten ist. Sie schaltet ihr Handy an. Dann gibt sie den Code Stern291Raute ein, öffnet damit die Seite eines Lernprogramms. Nun beginnt der Kiswahili-Unterricht mit Lese- und Lernübungen vom Mobiltelefon. Es motiviert sie sehr. Es macht ihnen Spaß. Auch nach der Schule lesen sie weiter die Texte auf dem Display. Viele der Schüler, die Leseschwierigkeiten hatten, lesen heute sehr viel flüssiger. Enesa ist eine kommerzielle Lernplattform. Um sie zu nutzen, werden jede Woche 10 Cent vom Telefonguthaben abgebucht. Dafür bekommen Schüler Lernaufgaben aus den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften, Kiswahili und Englisch per SMS auf ihr Handy. Die Aufgaben müssen sie ebenfalls per SMS beantworten. Die Ergebnisse bekommen sie gleich mitgeteilt. Fragen werden von Lehrern in einem Callcenter beantwortet. Das Programm bietet auch Lernspiele an. Das Mobiltelefon ist Schulbuch und Übungsheft in einem. Für rund 5 Euro im Jahr. Für die Familien hier im Osten Kenias zählt jeder Cent. Mit Enesa können sie Geld sparen. Und für die Kinder ist das Lernen mit den kleinen Computern ein Abenteuer. Die Schüler mögen dieses Angebot vor allem, weil sie die Mobiltelefone ihrer Eltern benutzen dürfen. Durch diese Methode schaffen die Kinder den Sprung von der analogen zur digitalen Generation. So they are moving from analog to digital. Das Callcenter von Enesa in Kenias Hauptstadt Nairobi. Hier beantworten Lehrer die Fragen der Schüler, meist per SMS. Eine Antwort innerhalb weniger Minuten ist garantiert. Was ist ein Nomen, fragt einer. Ein Nomen ist ein Hauptwort, zum Beispiel Kenia, lautet die Antwort. Die meisten Fragen beziehen sich auf das Curriculum, aber nicht alle. Fragen, die nicht das Curriculum betreffen, sind zum Beispiel solche aus Ihrem direkten Lebensumfeld. Aufklärung zum Beispiel. Fragen wie, kann ich schwanger werden, wenn ich mit einem Jungen schlafe? Oder Fragen zu Sport oder Politik, die nicht zum Lehrstoff gehören. Oder zu aktuellen Themen. Oder es hat jemand ein Gerücht gehört. Gerade hatten wir viele Fragen zu den Wahlen in den USA. Wie funktioniert das Wahlsystem? Und solche Sachen. Mittlerweile arbeiten 1,5 Millionen Schüler in Kenia, Tansania und Ghana mit der Lern-App. Hier bekommen sie Antworten, die ihnen ihre Lehrer bei Klassenstärken von 70, 80 Kindern oft nicht geben können. This is just a virtual classroom. Enesa ist ein virtueller Klassenraum. In dem können Schüler und Lehrer interagieren und dadurch lernen die Schüler. Aber natürlich kann das Programm die traditionelle Lernerfahrung in der Schule nicht ersetzen. Enesa ist wie ein Assistent für die Lehrer. Es ergänzt deren Arbeit. Enesa ist keine Entwicklungshilfe, sagen seine Erfinder, sondern ein Geschäftsmodell. So wie Enesa gibt es heute viele solcher Geschäftsmodelle in Kenia und die meisten arbeiten mit M-Pesa. Hanna Wanjiku und ihre Freundin leben in einem armen Viertel Nairobis. Die Einnahmen ihres Frauensparvereins tragen sie regelmäßig zur nächsten M-Pesa-Bude. Hier können sie ihr Bargeld vor Dieben verstecken, indem sie es auf ihr Handy laden.
Für kleine Leute wie uns war es früher schwer, Geld zu überweisen. Deshalb sind wir froh, dass es M-Pesa gibt und wir unser Geld heute auf dem Telefon haben. Wir, die armen Leute, durften vorher nie ein Bankkonto eröffnen. Diese mobile Bankenplattform Made in Africa funktioniert so. Bei einem M-Pesa-Agenten zahlt man Bargeld ein. Das wird dem Konto, das der SIM-Karte zugeordnet ist, gutgeschrieben. Per SMS bekommt man die Bestätigung, dass das Geld gebucht wurde und erhält den aktuellen Kontostand. Nun kann man mit einer PIN-Nummer von seinem Handy Geld auf ein anderes Telefonkonto überweisen oder sich Telefonkredit für sein eigenes Handy kaufen oder im Supermarkt an der Kasse zahlen oder die Strom-, Wasser-, Internetrechnung bezahlen. Außerdem kann man Geld ansparen und nach einiger Zeit einen Kleinkredit aufnehmen. Der wird dann ratenweise per SMS-Überweisung zurückgezahlt. M-Pesa ist eine Erfolgsgeschichte, für die sich mittlerweile die halbe Welt interessiert. Mobilfunk und Internet haben eine Entwicklung ausgelöst, die Kenia schließlich den Namen Silicon Savannah einbrachte. In Anlehnung an Silicon Valley in Kalifornien, die Wiege der IT- und Hightech-Revolution in den USA. Das Service Center von Safaricom, Kenias größtes IT- und Telekommunikationsunternehmen. Es sieht ein bisschen aus wie Google auf Afrikanisch. 3000 Service-Mitarbeiter beantworten 200.000 Anrufe pro Tag. Fragen zu Telefonie, Internet, M-Pesa. Safaricom ist der Erfinder des wohl erfolgreichsten Mobilfunkbezahlsystems der Welt und Ronald Webb ist ihr Chef. Im Jahr 2005 startete Safaricom ein Programm, um das Leben von Frauen in der Landwirtschaft zu verbessern. Die Landwirtschaft ist der größte Wirtschaftszweig in Kenia. 60% der Bevölkerung verdienen dort ihren Lebensunterhalt. Frauen spielen dabei eine Schlüsselrolle, besitzen aber nur 4% des Landes. Wir haben also ein System entwickelt, dass es Landfrauen erlauben sollte, Geld per SMS zu verschicken. Aufbauend auf diesem bescheidenen Projekt starteten wir 2 Jahre später M-Pesa. Wir dachten, das würde ein kleines Zusatzgeschäft. Wir planten damals mit 70.000 Kunden. Am Ende des ersten Jahres waren es 2 Millionen. Am Ende des zweiten 6 Millionen. Heute haben wir über 24 Millionen M-Pesa-Kunden. Davon nutzen über 18 Millionen den Service regelmäßig jeden Monat. Wir werden von jetzt nur bis zum Ende des heutigen Tages rund 160 Millionen Euro mit M-Pesa transferieren. Wir bearbeiten hunderte Transaktionen pro Sekunde. Während ich hier sitze, kommen sekündlich 5 neue Kreditanfragen rein. Eine davon wird tatsächlich genehmigt. So bekommen täglich 70.000 Kenianer einen Kleinkredit, die sonst keinen Zugang zu solchen Finanzdienstleistungen hätten. Was waren die größten Probleme, mit denen Sie anfangs zu kämpfen hatten? Wenn man sich andere internationale Bezahlsysteme anschaut, funktionieren die meisten mit Smartphones. Und sie nutzen Kreditkarten wie Visa oder Mastercard. Einen solchen Luxus kannten wir damals nicht. Wir mussten völlig neue Bezahlwege erfinden. Wir taten das, indem wir neue Funktionen in die SIM-Karte einbauten. So, dass du jeden noch so simplen Telefontyp nutzen kannst, um Geld zu überweisen. Heute haben wir 110.000 M-Pesa-Agenten überall in Kenia, in jeder Ecke des Landes, wo du dein Bargeld auf dein Mobiltelefon einzahlen und wo du dir Bargeld auch wieder auszahlen lassen kannst. Safaricom kooperiert mit zahlreichen neuen IT-Firmen. Eine davon ist M-Copa. Sie verkauft in der Provinzstadt Machakos Solarstromanlagen. Copa ist Kiswahili für Ausleihen. Zuverlässiger Strom auf Mobilfunk-Leasing-Basis. Das M im Namen ist mittlerweile eine Erfolgsgarantie. Der Laden ist fast immer voll. Das Konzept spricht sich rum wie ein Lauffeuer. Mein Haus hat keinen Stromanschluss. Unser ganzes Viertel hat keine öffentliche Stromversorgung. Das macht uns echt Probleme. Und es wird auch noch dauern, bis sich das ändert.
Wir haben diesen Laden hier vor gut einem Jahr eröffnet. Und es ist nicht mal der einzige in Machakos. Doch seit wir aufgemacht haben, haben wir 20.000 Kunden betreut. M-Copa bietet eine Heim-Solarenergieanlage, die auf Ratenbasis abgestottert werden kann. Die Grundausstattung besteht aus einer Solarzelle, einer Kontrolleinheit mit Anschlussbuchsen zum Aufladen von Handys und Laptops. Außerdem drei LED-Glühbirnen und ein aufladbares Radio. Mit Hilfe des mobilen Bezahlsystems M-Pesa müssen nun ein Jahr lang jeden Tag 40 Cent einbezahlt werden. Danach gehört die Anlage dem Kunden. Wilson Mutune zeigt uns stolz, wie er Licht in sein Heim brachte. Per SMS-Überweisung zahlt er die Leasingraten auf sein M-Copa-Konto. Das ist auf die Nummer seines Personalausweises registriert. Die Kontrolleinheit zeigt an, für wie viele Tage ich die Raten bezahlt habe. Diesmal habe ich 14 Tage im Voraus bezahlt. So viel, wie ich halt gerade zur Verfügung hatte. Wenn ich nicht rechtzeitig auffülle, schaltet die Anlage nach 14 Tagen automatisch ab. Bevor wir Solarstrom hatten, brauchten wir viel Kerosin für die Lampen, damit die Kinder Hausaufgaben machen konnten. Jeden Tag haben wir 2 Euro für Kerosin ausgegeben. Heute zahlen wir für den Solarstrom 3,50 Euro für die ganze Woche. Günstiger, sauberer Strom, kein Kerosin mehr. Doch gekocht wird immer noch mit Kohle oder Holz. Für einen Elektroherd ist die Solaranlage zu schwach. Ein Gasherd wäre zu teuer. Trotzdem ist die Solarstromanlage ein Segen. Früher mussten wir 9 Kilometer laufen bis zum nächsten Geschäft, das Strom hatte, um unsere Telefone dort aufzuladen. Das Laden kostete 15 Cent. 9 Kilometer hin und wieder zurück. Die Wege kann ich mir heute sparen. Ich lade mein Telefon hier im Haus. In ein paar Monaten gehört die Anlage Ihnen. Wilson Mutuna hat sich gleich das große Paket zugelegt. Dazu gehört ein Fernseher mit Flachbildschirm. Dank Mobilfunk und Internet konnte er die Welt in ihr Wohnzimmer holen, in das Wohnzimmer des kleinen kenianischen Bauarbeiters und seiner Familie. Bis vor kurzem wäre das noch undenkbar gewesen. Das Service Center von M-Copa steht wo sonst in Nairobi, in der Silicon Savannah. Die Firma hat 2000 Arbeitsplätze geschaffen, bringt täglich Solarstrom in 500 neue Haushalte in Kenia, hat etliche Innovationspreise gewonnen. In Kenia haben 70% der Bevölkerung keinen Stromanschluss. Aber fast alle leben in Gegenden mit einer guten Mobilfunkabdeckung. Das ist das Interessante in Kenia. So viele Leute haben ein Mobiltelefon, aber nur so wenige haben einen Stromanschluss, um es aufzuladen. Das ist eines der Probleme, die wir gerade zu lösen helfen. Sie lösen ein Problem und verdienen damit Geld. Es ist kein Almosen für die Armen, sondern hat einen Wert. Es macht Hilfeempfänger zu Kunden. M-Copa ist Entwicklung durch Kommerz. Und diese IT-gestützten Geschäfte boomen. Seit dem Jahr 2009 das erste Unterseeglasfaserkabel an Kenias Küste landete. In rasendem Tempo wurde das Breitbandnetz ausgebaut. Genauso rasant fielen die Preise für Mobilfunk, Daten und Internetverbindungen. Unser ZDF-Studio in Nairobi zum Beispiel wurde damals noch per Satellit mit Internet versorgt. Kosten pro Monat über 3.000 Euro. Heute, 7 Jahre später, kostet der um ein Vielfaches schnellere Firmenanschluss noch 650. Schnelle Privatanschlüsse sind für rund 35 Euro zu haben.
Manche behaupten, Afrika habe im Vergleich zu uns Europäern zwei Entwicklungsschritte übersprungen. So habe es hier auf dem Kontinent nie ein breitflächig ausgebautes Netz von Bankfilialen gegeben und auch kein Telefonfestnetz. Hier sei man gleich ins mobile Zeitalter gesprungen. Und das meint auch der Experte der Afrikanischen Entwicklungsbank. Mit dem haben wir per Videokonferenz gesprochen, 5000 Kilometer entfernt in der Elfenbeinküste. In anderen Teilen der Welt sind diese Technologien mühsam entwickelt worden. Und dort sind die hohen Entwicklungskosten angefallen. Afrika hat nun den Vorteil, dass es Produkte bekommt, die auf dem modernsten Stand und relativ günstig zu haben sind. Afrika hat also jetzt genau die Technologie, die es für seine Entwicklung braucht. Die Wachstumsprognosen für die IT- und Mobilfunkindustrie in Afrika versprechen daher eine goldene Zukunft. So soll es bis 2020 auf dem Kontinent 700 Millionen Smartphones geben. 60% Afrikas sollen dann über eine Breitbandanbindung verfügen. Der Datentransfer soll sich verfünfzehnfachen und die IT-Industrie wird dann rund 8% des Bruttosozialprodukts erwirtschaften, doppelt so viel wie in Europa. Das Wachstumspotenzial in Afrika ist riesig. Es gibt eine große junge Bevölkerung, die diese Technologien wie Internet, Datentransfer und Applikationen nutzen will. Es gibt also mit diesen Technologien für Afrika diesmal eine echte Chance, substanziell zu wachsen. Ein Schwerpunkt der neuen IT-Technologien ist das sogenannte Agrobusiness. 60% der Bevölkerung Kenias leben als Bauern auf dem Land. Eine der ersten Mobilfunk-Apps für Bauern, die in Kenia entwickelt wurden, war M-Farm, mobilfunkgestützte Landwirtschaft. Joseph versuchte es vor 3 Jahren zum ersten Mal mit Mais. Damit ließe sich Geld verdienen, hieß es. Die Marktpreise waren hoch. Doch eine Krankheit befiel seine Pflanzen, zerstörte die gesamte Ernte und trieb ihn fast in den Ruin. Als ich angefangen habe, als Bauer zu arbeiten, wurde mir gesagt, das sei wie Lotto spielen, wie ein Glücksspiel. Aber weil mir erfahrene Bauern geholfen haben, kann ich jetzt viele Risiken vermeiden. Die erfahrenen Bauern fand er auf der Internetplattform M-Farm. M-Farm funktioniert wie alle anderen Apps nicht nur im Internet und auf Smartphones, sondern auch auf Handys. Gegen eine Gebühr bietet M-Farm verschiedene Leistungen an. Die Bauern können sich für ihre Produkte die aktuellen Marktpreise an den Lebensmittelbörsen anzeigen lassen. Sie bekommen über einen Blog Tipps für die Aussaat, Düngemittel oder Wetterinfos. Und sie können ihre Produkte gleich auf einem Online-Marktplatz Händlern zum Verkauf anbieten. Über die App fand Joseph Kontakt zu anderen Farmern in seiner Umgebung. Sie treffen sich regelmäßig in der Dorfkneipe. Joseph erzählt von einem Fall, wo das Bauernforum auf M-Farm einem Kollegen die Ernte rettete. Der Kollege wollte seine Tomaten für umgerechnet 95 Euro die Box verkaufen. Doch der Marktpreis in seiner Gegend fiel auf 20. Er begann, seine Ernte an die Kühe zu verfüttern, weil er nicht wusste, was er sonst Sinnvolles damit machen sollte. Wir haben gesagt, Kumpel, wenn du die Ladung auf dem Markt nach Kisi bringst, bekommst du dort 65 dafür. Er hat sich einen LKW besorgt und hat die Ladung nach Kisi gefahren. Am Ende konnte er nicht nur seine Ausgaben wieder reinholen, sondern hat auch noch ein bisschen Profit gemacht. Dadurch, dass wir uns auf M-Farm vernetzen, wollen wir die Zwischenhändler ausschließen. Dadurch erhöht sich unser Profit. Das wird vielleicht noch nicht sofort der Fall sein, aber auf lange Sicht werden wir profitieren, wenn wir unsere Informationen austauschen. Die alte Bauerngeneration hockte auf ihrem Wissen, meinen Jungbauern wie Dan und Joseph. Wir, die junge Generation, setzen auf Netzwerke, auf digitale Landwirtschaft.
Ich habe mir bei M-Farm die Preiskurve für den Mais angeschaut und gesehen, im September gibt es wenig Mais trotz großer Nachfrage. Die Maispreise sind dann hoch und ich hätte das Monopol. Durch M-Farm wusste ich genau, wann ich ernten muss. M-Farm bringt Bauern und Käufer zusammen. Die App ersetzt teure Verkaufsagenten, die mitverdienen wollen, und erhöht so den Gewinn der Bauern. Auch Joseph und Monika haben sich über M-Farm kennengelernt. Using M-Farm has been perfect. Für mich ist der Service perfekt, weil Bauern wie Joseph Werbung für ihre Ernte machen können. Und ich kann sie mir dann online anschauen und mir die Produkte aussuchen, die ich gerne kaufen möchte. Damit die Bauern nicht über den Tisch gezogen werden, liefert die Plattform Tageskurse für über 40 Produkte auf verschiedenen Märkten in Kenia. Auch ein Durchschnittspreis wird den Bauern angezeigt. Wer kein Smartphone besitzt, kann diesen Service auch per SMS abrufen. Also 8 Cent pro Maiskolben würde ich schon gerne haben. Ich komme von weit her. Ich habe Transportkosten. Ein bisschen will ich ja auch daran verdienen. Und außerdem habe ich feste Preise mit meinen Abnehmern. Ich kann dir nur 4 Cent pro Kolben geben. Okay, das ist trotzdem ein guter Handel. Du schlägst also ein? Ja, ich schlage ein. Viele der afrikanischen Smartphone-Apps wollen nicht nur Geld verdienen, sondern gleichzeitig helfen, soziale Probleme zu lösen. Und die gibt es meist draußen auf dem Land. Wie in der dünn besiedelten Samburu-Region, 1,5 Flugstunden nördlich von Nairobi. Das Gemeindekrankenhaus von Suguta. Stella Akai bekommt eine Einweisung zum Umgang mit Neugeborenen. Die junge Frau vom Volk der Samburu soll draußen in den Dörfern als freiwillige Gesundheitshelferin arbeiten. Stella soll der verlängerte Arm der Ärzte in Suguta sein. Dabei hilft ihr eine Lern- und Beratungsplattform auf ihrem Handy. Die Plattform beinhaltet das Lernprogramm für die freiwilligen Helfer. Sie bekommen Material zu Themen wie Familienplanung, Schwangerschaft, selbst zur Geburtshilfe. Sie bekommen mithilfe der Plattform eine Grundausbildung für Krankenpfleger. Das Programm heißt LEAP und bietet den freiwilligen Gesundheitshelfern neben Informationen auch Zugang zu Beratung und Betreuung durch medizinisches Fachpersonal. Entweder können sie per Notrufnummer direkt mit den Betreuern sprechen, oder sie bekommen per SMS Fragen beantwortet. Es können auch Ferndiagnosen gestellt werden. Die App erinnert Schwangere per SMS-Alarm an Untersuchungstermine, AIDS-Patienten an die Einnahmezeiten ihrer Medikamente, Blutspender an die nächsten Spendetermine und es können Krankentransporte gerufen werden. Hier draußen ist das Bezirkskrankenhaus weit weg. Aber jeder hat ein Mobiltelefon. Kein teures, ganz einfache nur, doch es reicht, um den Zweck zu erfüllen. Stella betreut rund 20 Familien. Heute besucht sie die 15-jährige Teslenget, die gerade entbunden hat. Das Gesundheitsprogramm auf ihrem Handy gibt ihr dabei wichtige Hilfen. Wenn ich die Plattform aufrufen will, gebe ich den Code 21899 ein. Dann suche ich das Fachgebiet, zum Beispiel Wasserversorgung, Hygiene, Schwangerenberatung und viele andere Sachen. Wenn ich eine Schwangere besuche, fällt das in den Bereich pränatale Versorgung. Ich schaue mir vorher die wichtigsten Punkte an und treffe dann die schwangere Frau. Wenn ich Fragen nicht beantworten kann, gibt es einen Chatraum, wo ich Hilfe bekomme. Diese Mutter zum Beispiel, ihr Baby ist 1 Monat alt. Ich zeige ihr, wie man richtig stillt. Ich erkläre ihr Hygieneregeln für das Baby und sie selbst, dass sie sich vor dem Stillen die Hände waschen soll, auch vor und nach dem Kochen. Und ich sage ihr, wie wichtig es ist, das Kind impfen zu lassen. Sie haben gesagt, ich solle das Kind im Krankenhaus zur Welt bringen.
Und als ich entlassen wurde, sagten sie, ich solle es 6 Monate lang stillen. Und ihm nicht, wie wir es sonst machen, auch Wasser zu trinken geben. Solche einfachen Tipps retten Leben. Viele Neugeborene starben nach wenigen Wochen an Durchfallerkrankungen. Mit Hilfe von Leap konnten Kinder- und Müttersterblichkeit in Kenias unterentwickeltem Norden stark gesenkt werden. Früher dauerte es oft sehr lange, bevor Kranke zu uns kamen, um sich untersuchen zu lassen. Sie haben es erst mit Kräutern und traditioneller Medizin versucht. Aber durch das Training für unsere Freiwilligen können wir nun die Familien zu Hause erreichen. Die Helfer erkennen, wenn jemand krank ist, und sie sorgen dafür, dass sie zu uns kommen, bevor es zu spät ist. Leap wurde mit Unterstützung der afrikanischen Hilfsorganisation AMREF entwickelt und finanziert. Oft sind es gemeinnützige Vereine, Stiftungen oder internationale Organisationen, die solche Innovationen fördern. Doch auch kommerzielle Investoren interessieren sich zunehmend für afrikanische IT-Projekte. Die Ngong Road, eine der Hauptverkehrsadern Nairobis. In einem unauffälligen Bürohaus residieren verschiedene Internetfirmen wie das iHub. Mit iHub fing alles an. Hier entstand die Geschichte von Silicon Savannah. Das iHub ist sozusagen die Keimzelle der digitalen Revolution in Kenia, ein sogenannter Inkubator, ein Brutkasten für neue Ideen, ein Gründerzentrum für Jungunternehmen in der IT-Branche. Im iHub treffen sich Programmierer, Wirtschafts- und Informatikstudenten, Investoren. Sie entwickeln neue Geschäftsideen. Rund 30 Jungunternehmen wurden hier gegründet. Hunderte weitere sind zurzeit in der Entwicklung. Heute leitet Kamal Bhattacharya das iHub. Geboren in Indien, aufgewachsen in Deutschland. 2012 kam er für den US-Konzern IBM nach Kenia. iHub war Teil der Entstehungsgeschichte der Silicon Savannah Story. Viele von den Startups haben hier angefangen, die hier entstanden sind. Wir haben einen Raum bereitet, um Leute zusammenkommen zu lassen, zusammenarbeiten zu lassen und die dann auch zu entwickeln, sodass Investoren an ihnen Interesse finden. iHub ist, glaube ich, ein sehr, sehr zentraler Teil für die ganze Tech-Szene hier in Kenia, in Sub-Saharan Afrika und ich würde auch so weit gehen und sagen, in ganz Afrika. Das scheint ja auch Investoren von außerhalb zu interessieren. Du hast jahrelang für IBM gearbeitet. Ist das ein Beispiel dafür, dass also auch die großen Player jetzt hier nach Afrika, nach Kenia kommen, um sich anzuschauen, was hier läuft? Ja, natürlich. Also in meinem vorherigen Job mit der IBM, ich habe hier das Forschungszentrum für Afrika aufgebaut. Das war eine Rieseninvestition, auch ein Commitment von einer großen multinationalen Firma, dort auch tatsächlich nicht nur jetzt, sagen wir mal, einen Sales-Shop aufzusetzen, sondern halt auch wirklich in Research and Development zu investieren. Viele andere Firmen haben ähnliche Sachen gemacht. Das heißt also, da ist schon auch so eine, ich sag mal, nicht nur eine Hoffnung, sondern auch so eine echte Business-Erwartung dahinter, dass das hier jetzt auch wirklich der nächste große Markt ist, der am Kommen ist. Es sind junge, ehrgeizige Afrikaner, die endlich die Werkzeuge haben, die sie brauchen, um ihr Land, ihren Kontinent zu entwickeln. Sie wollen keine Spenden, sondern günstige Kredite und die Freiheit, ihr eigenes Geld zu verdienen. Mit eigenen Ideen, aus eigener Kraft.